Sie haben es vorhin auch angesprochen, das Gesetz soll ja auch einen gewissen präventiven Charakter haben. Also man soll ja vorbeugen, wenn eine weitere Welle kommt. Lässt sich alleine damit schon ein Grundrechtseingriff, wie eben eine Impfpflicht, sie es ist, ausreichend argumentieren? Das wird ja ganz massiv gerade diskutiert, auch unter Juristen und Juristinnen auch. Grundsätzlich, wenn man sagt, es würde nicht ausreichen, dann wären wir schon wahrscheinlich immer mit jeder Impfpflicht zu spät. Weil wir gerade wir haben es gesehen, wir brauchen ungefähr ein halbes Jahr, um so ein Gesetz überhaupt in Kraft treten zu lassen. Insofern ist es gut, finde ich, dass man jetzt den Rahmen hat und es ist ja noch nicht ganz auf scharf gestellt, könnte man mal so sagen. Ich persönlich hätte mir gewünscht, überhaupt ein generelles Impfpflichtgesetz. Wir wissen nicht, kommt die nächste Welle, wir wissen nicht, kommt vielleicht irgendein anderer Virus. Also wie gesagt, ich hätte ein generelles Impfpflichtgesetz gemacht, wo man dann wirklich dann rasch vielleicht mit Zustimmung des Hauptausschusses Nationalrat reagieren kann und für die konkrete Welle, die anrollt, und da haben wir in der Regel schon 3, 4 Wochen vorher Zeit, das haben wir jetzt schon gesehen, wir haben Erfahrungen, wir sammeln mehr Daten, dass man dann die Impfpflicht aktiviert. Was jetzt, finde ich, ein bisschen in Vergessenheit auch geraten ist über diese allgemeine Diskussion. Darf das Impfgesetz überhaupt bleiben? Ist der Grundrechtseingriff überhaupt jetzt gerechtfertigt oder nicht? Ist die Impfpflicht für die Gesundheitsberufe und alle Personen im Gesundheits- und Pflegebereich arbeiten? Die braucht es meines Erachtens unbedingt. Also ich finde, da gibt es wenig darüber zu diskutieren, weil die Pflege- und Gesundheitsberufe oder die Institutionen verpflichtet sind, dass Patienten sich nicht durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anstecken. Es sind vor allem auch Patienten, die ein sehr schwaches Immunsystem haben. Und das haben wir auch schon lange, auch schon der Oberste Sanitätsrat gefordert, bevor wir Covid hatten. Ja. Also ich glaube, das wäre das, wo wir uns viel mehr darauf konzentrieren sollten. Und zur Frage, ist jetzt der Grundrechtseingriff gerechtfertigt oder nicht und dass man es eben auch hier vorbeugend macht, darüber kann man wahrscheinlich viel diskutieren.